Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 868. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal einen neuen Kalender, weil jetzt Februar ist. Können einmal einsammeln, let's go. 20 Millionen Holz erstmal. Haben hier Lavendels Grill, könnte sich vielleicht sogar nochmal ändern. Das weiß ich nicht, wir können einfach mal kurz reinlunchern. Also wir haben ihn erstmal schon, das ist schon mal das Erste. Aber jetzt für die, die ihn noch nicht haben, also vom Sammeln her 13,7 Millionen Fisch, also sagen wir mal fast 14 Millionen Fisch und 8 Stunden 50 Minuten für den Anfang ganz gut. Ich würde mal sagen, so bis Level 80 oder so kann man den auf jeden Fall nehmen. Danach wahrscheinlich eher nicht mehr, weil danach wird man wahrscheinlich eher bessere nehmen, denke ich mal. Und genau. Also der Kalender ist jetzt wieder neu da. Wir kriegen jetzt hier erst nochmal Runen und können dann auch gleich mal hier reingucken. Ich weiß nicht, sind Goldpakete schon wieder neu da mittlerweile? Nee, natürlich nicht. Weil eigentlich, ich weiß nicht, wie lange geht's denn noch? Jetzt kriegt man die Anzeige schon. 4 Tage noch. Also in 4 Tagen ist dann eh wieder neuer sozusagen. Also eine neue Season. Da geht's dann wieder los. Jetzt können wir erstmal Onizane einsammeln. Da wollen wir vorher erstmal unsere Leute hier wieder losschicken. So, nee, so, so. Und der Kollege, da müssten wir vielleicht nochmal Holz einsammeln. Da kommen wir einmal hier. Dann kannst einmal du los, du kannst los, du kannst los. Hier kannst du auch nochmal, wunderbar, schick mal dich nochmal los, so, kann ich hier nochmal füttern, so, dann gehst du wieder los und dann können wir hier nochmal losschicken und dann haben wir hier erstmal soweit alle. Hier hinten ist Svens Albtraum wieder da, den können wir wieder füttern, ist natürlich extrem teuer, der Junge, aber wir wollen ihn dann trotzdem hochziehen, weil das halt ein übelst guter Fischsammler auch ist und wir dann auch bald soweit sind wegen unserem wunderschönen, wie heißt's? Na, wegen der großen Schmiede auf nächstes Level. Sammeln wir hier erstmal ein, let's go. Dann kannst du schon wieder neu los. Kannst du wieder 160 Runen, genau. Suchst uns das einfach mal. Und wir können jetzt entweder entscheiden. Entweder schicken wir es ins Albtraum rein oder wir schicken Bayernas Seidenspanner rein. Es macht im Prinzip eigentlich keinen großen Unterschied, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, nehmen wir es ins Albtraum. Weil so oder so, wir verbrauchen gleich viel Eisen, egal wen wir jetzt ins Training schicken. Und da können wir jetzt lieber Svens Albtraum nehmen. Dann morgen, denke ich mal, wird es klappen mit hier Bayernas Seitenspanner. Und dann sind wir ja bald durch, weil das sind ja wirklich die letzten beiden. Und da wird Svens Albtraum der letzte sein und jetzt Bayernas Seitenspanner der nächste, weil der muss noch einmal ins Training. Du kannst jetzt erstmal wieder los, let's go. Hier haben wir nochmal einen polierten Bernstein. Da können wir jetzt noch nicht traden, obwohl wir jetzt unsere Legis schon wieder low. Au, 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 au. Egal, jetzt ist es zu spät. Autsch. Tat weh. Wir haben gerade ein bisschen viel Fisch vernichtet. Dafür, dass wir immer zu wenig haben, war das eine blöde Idee. Aber naja, gut. Gehst du auch wieder neu los. Wir haben hier wieder 2 Kollegen, die im Training waren, zurück. Jetzt ist natürlich die Frage. Na gut, nee, wir kriegen alle gefüttert. Wunderbar. Geht ihr wieder ins Training? Wie sieht es denn im Training aus? Es ist komplett voll. Na, wunderschön. Wir kriegen in der Jahreszeitenstatue auch kleiner was. Vorher würde ich nochmal unsere beiden Reisetrachen losschicken. Einmal wieder Sturmfeil. 400 Eisen, da können wir uns auf jeden Fall auf Garantie kaufen. Weil das ja doch ein etwas selteneres Ei ist. Das würde ich natürlich gerne mitnehmen. Und dann kannst du auch wieder los, um Nest kümmern und gratis. Let's go. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier rein. Können ja einmal alles einsammeln. Kriegen damit heute noch nicht die nächste Belohnung, aber wir kriegen jetzt schon mal wieder ein bisschen Season-Währung. Das heißt, wir können da auf jeden Fall bald nochmal ein Paket öffnen und wenn wir hier die nächste Belohnung kriegen, sowieso nochmal. Ich würde sagen, vorher können wir aber jetzt erstmal die Gratis-Pakete, keine Geschenkpakete, Gratis-Pakete öffnen. Kriegen erstmal das erste mit 9 Onix-Marken, das ist ja schon mal ganz entspannt. Und kriegen dann hier einmal Runen, bisschen Fisch, bisschen Holz und nochmal Runen. Und öffnen jetzt gleich das zweite hinterher, let's go. So, dann sammeln wir hier einmal die Odinsmarken erstmal ein und kriegen dann hier Riesenhaftantrum, Kronkel und Sturmschneid. Und dann nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch und auch wieder ein paar Runen mit hinterher. Gehen wir hier aufs Kreuz oder haben wir hier erstmal, ne, wir haben ja nichts für Runen, ne? Schade eigentlich, würde ich gerne mal kaufen. Gehen wir hier rüber. Haben wir unsere 4 Jahreszeiten-Statuen, mal gucken, ob hier irgendwo was rumkommt. Okay, 20 Runen ist ja schon mal nicht nichts, ne? Hier haben wir nochmal ein Sammlungsstück, ein relativ seltenes sogar. Dann kriegt man hier einmal Bernstein und hier oben haben wir dann einmal nochmal Bernstein. Okay, wunderbar. Eigentlich fehlt noch eine Jahreszeitenstatue, ne? Weil ist euch mal aufgefallen, so bei den 5 Hauptreitern, also unsere 5 Hauptreiter, dazu zähle ich Fischbein, Kurz und Wirk, also beziehungsweise Fischbein, Raffnuss und Tafnuss, dann hier Rotzbacke und Astrid und halt Hex. Und wir haben aber nur, also sagen wir mal Sturmpfeil, ohne Zahn,
Fleischklops, Hakenzahn, aber da fehlt noch Kotz und Wirk. Also für Innenstadt wäre noch sogar was offen. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Das wäre ganz witzig irgendwie. Aber gut, solange wie es die jetzt schon gibt, denke ich das eher weniger. Aber irgendwie ist es auch eine kleine Benachteiligung von Kotz und Wirk so ein bisschen. Aber naja, gut. Geh mal runter, kannst du einmal wieder los. Let's go. Und ich bin echt mal gespannt, wann ein neues Update kommt. Wäre schön, wenn das jetzt in den 4 Tagen und 10 Stunden kommt. Weil, wäre einfach mal wieder geil. Hatten wir jetzt halt schon wirklich eine Weile nicht mehr und es könnte jetzt mal wieder ordentlich was kommen. Gut, Verteidigerberg haben wir nicht als Aufgabe drin, aber wir wollen dann trotzdem ein bisschen die Flotten wegkriegen. Weil ja auch die eine Aufgabe später wegen 250 Flotten ist und bis dahin wollen wir das vielleicht fertig haben, damit es dann schneller geht. Nicht so wie jetzt beim brüllenden Tod. Ja, der brüllende Tod ist bei uns echt so eine Geschichte. Es macht einfach, es ist einfach uncool, dass es so ewig dauert. Ich will den jetzt einfach endlich haben und wir sind schon bestimmt wieder, keine Ahnung, weiß jemand noch, wann wir den großen Überwind gekriegt haben? Das war bestimmt irgendwas so in Folge Richtung, keine Ahnung, 400 oder so. Ich meine, wir haben jetzt bestimmt seit einem Jahr oder so keinen neuen Legi mehr bekommen auf dem Account. Was irgendwie schon traurig ist, weil wir gehen langsam mal mit dem Account auf die 3 Jahre zu. Ich weiß ja nicht, wer von euch seit Anfang an dabei ist. Ich bin seit Anfang an dabei. Aber ihr könnt es ja mal gerne reinschreiben, wer wirklich, wirklich, aber mal ganz ehrlich, so ziemlich seit Anfang an, also sage ich mal, so sei vor dem, sagen wir mal, 30.06.2020 da war. Das nenne ich mal so der Anfang, weil das waren so knapp die ersten 2 Monate ungefähr. Das wäre eigentlich echt mal interessant zu wissen. Oh, Leute, wir kriegen wieder Runen. 32 Stück, das sieht man doch wirklich gerne. In den Sammlungen, wir sehen wirklich, hier fehlen nur noch die 2 Teile. Und hier fehlen uns noch 65 Stück. Und wir könnten jetzt natürlich Runen ausgeben, aber ob wir dann einen Teil kriegen, ist die andere Frage. Das ist halt einfach Mist. Weil es geht halt einfach nicht voran dabei. Und wir können hier theoretisch auch wieder Schätzepaket kaufen. Die Chance ist halt da, dass da was drin ist, aber ist halt auch wieder sehr gering. Und ich sehe es hier nicht. Es ist schon mal nicht wieder dabei. Siehst du, war wieder ein sinnloses Paket eigentlich. Wieder 100 Unis morgen rausgehauen. Gut, ist halt so, aber es ist einfach irgendwie alles mies. Ich würde jetzt endlich gerne dieses bekommen. Jetzt ist die Frage, haben wir noch jemanden, der was fressen möchte? Weil wir haben ja jetzt doch noch ein bisschen Fisch übrig. Und manchmal haben wir ja doch so unsere Zeiten gehabt, wo Leute richtig viel wollten, aber irgendwie sieht es zurzeit ein bisschen mau aus. Training war voll, genau. Du könntest zunächst los, weil alles voll ist. Aber wobei, der hier kann zurück, der sammelt weniger. Und dann kannst du los. Wunderbar. Hier hinten, ihr seid auch voll dabei. Euch will ich ja beide hochziehen jetzt demnächst. Und dann passt das soweit. Haben wir doch schon wieder alle los. Und dann würde ich doch sagen, wäre es das schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es sind jetzt ein bisschen kürzer, aber ich schon gesagt, es ist ja nur noch knapp 1,5 Wochen jetzt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.